Ich bin Thor Alexander. Willkommen zur 31. Ausgabe von Blockchain Espresso. Und heute hörst du eine Geschichte, die wir der KI aufgetragen haben. In der nächsten Woche gibt es ein DeFi-Gespräch mit einer längeren Geschichte mit Google Gemini. Und da erklären wir auch ein bisschen mehr, wie das dann alles passiert ist und so weiter. Und heute viel Spaß mit der Geschichte über Satoshi Nakamoto. Die heutige Geschichte heißt Satoshi Nakamoto, Geheimnis enthüllt. Das Geheimnis des fehlenden Codes. Satoshi Nakamoto, der rätselhafte Schöpfer von Bitcoin, war vor Jahren aus der Online-Welt verschwunden. Gerüchte über seine Identität kursierten, einige vermuteten sogar, es handele sich um ein Pseudonym für eine Gruppe von Entwicklern. Nicolas, ein brillanter Programmierer mit einem Faible für Kryptographie, war einer der Menschen, die von diesem Geheimnis fasziniert waren. Anna, ein aufstrebender Star in der Informatik, stand kurz vor einem Durchbruch in der Blockchain-Technologie. Ihre Forschung könnte die Art und Weise, wie digitale Transaktionen gesichert werden, revolutionieren. Eines Abends, auf einer Tech-Konferenz, traf sie Ben, einen fesselnden Redner, der für eine renommierte Cybersecurity-Firma arbeitete. Trotz ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten, Anna, das ruhige Genie, und Ben, der charismatische Redner, fühlten sie sich zueinander hingezogen. Ihre Gespräche flossen leicht dahin und reichten von den Feinheiten der Kryptographie bis hin zu den philosophischen Implikationen dezentraler Währungen. In einer schicksalhaften Nacht, während sie spät in ihrem Labor arbeitete, erhielt Anna eine kryptische Nachricht. Sie enthielt ein Codefragment, das anders war als alles, was sie jemals zuvor gesehen hatte. Die Nachricht deutete auf einen möglichen Fehler in den Grundfesten ihrer Forschung hin. Fasziniert und leicht beunruhigt, vertraute sie sich Ben an. Ben, der die Dringlichkeit erkannte, schlug vor, dass sie Hilfe von Nicolas suchen sollten, dem Programmierer, der für seine Expertise beim Knacken komplexer Codes bekannt war. Nicolas bestätigte nach der Untersuchung des Fragments dessen Authentizität. Es war ein Stück Code aus dem originalen Bitcoin-Protokoll, das so modifiziert wurde, dass es den gesamten Kryptowährungsmarkt potenziell destabilisieren konnte. Gemeinsam begab sich das ungleiche Trio, die introvertierte Wissenschaftlerin, der extrovertierte Redner und der enigmatische Programmierer, auf eine Mission, den Rest des Codes zu entschlüsseln und seine Quelle zu finden. Ihre Untersuchung führte sie durch einen Kaninchenbau von Online-Foren, versteckten Nachrichten und verschlüsselten Dateien. Je tiefer sie gruben, desto mehr wurde ihnen klar, dass sie es mit einer mächtigen Kraft zu tun hatten, die entschlossen war, den Kryptowährungsmarkt zum persönlichen Vorteil zu manipulieren. Die Geschichte kann weitergehen, indem sie zusammenarbeiten, um den Code zu knacken, den Schuldigen zu entlarven und die Integrität des digitalen Währungssystems zu schützen. Während ihres Abenteuers ergänzen sich ihre einzigartigen Stärken. Annas analytischer Verstand entschlüsselt die technischen Aspekte, Ben nutzt seine sozialen Fähigkeiten, um Informationen zu sammeln, und Nicolas, Programmierkenntnisse helfen ihnen, durch das digitale Labyrinth zu navigieren. Ende. In dieser überarbeiteten Version der Geschichte sind Satoshi Nakamoto, durch das Codefragment, und Nicolas, der Programmierer mit Interesse an dem Geheimnis, enthalten. So, das war die heutige Geschichte, die von Google Gemini kreiert wurde, nach einigen Hin und Her. Wir zeigen dir noch kurz eine Einstimmung auf die kommende Episode. Die Jagd nach dem Code heißt die, mit mehreren Aufzügen, mehreren Szenen, also ein bisschen was Längeres. Deswegen auch ein DeFi-Gespräch. Wenn dich das interessiert, abonnier den Kanal, bleib uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Raute, raute, die Jagd nach dem verlorenen Code. Eine Geschichte von Macht, Gier und der Zukunft der Weltwirtschaft. In dieser fesselnden Geschichte erleben Sie die Suche nach einem mysteriösen Code, der die Macht hat, die globale Wirtschaft zu verändern. Ein Wettlauf gegen die Zeit, um den Code zu entschlüsseln und vor skrupellosen Mächten zu schützen. Den Kampf zwischen der alten Ordnung, verkörpert durch den US-Dollar, und der neuen Vision einer dezentralen Weltwirtschaft basierend auf Kryptowährungen. Das Schicksal der Welt liegt in den Händen von drei Helden: Anna, der brillanten Kryptologin, Ben, dem charismatischen Hacker, und Nicolas, dem erfahrenen Ex-Agenten. Das Dokument enthält
Die komplette Geschichte in 23 Szenen, spannende Wendungen und unerwartete Enthüllungen. Ein packendes Finale, das Sie bis zur letzten Seite in Atem hält. Tauchen Sie ein in die Welt der Kryptowährungen, Macht und Intrigen. So, das war die heutige Geschichte. In der nächsten Woche hörst du die Jagd nach dem verlorenen Code. Bleib uns gewogen, abonnier den Kanal, mach den Daumen hoch, wenn das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.